Moin Leute, schön, dass ihr nachfragt. Meinem Auge geht's besser, vielen Dank. Aktuell passieren wieder viele Dinge in Warzone. Die Aufsätze wurden geändert, die Aufsätze wurden jetzt wieder zurückgeändert. Der Agency Suppressor wurde schlecht gemacht, jetzt wurde er wieder besser gemacht, dass er eben auf Warzone passt. Und dadurch verändert sich natürlich auch so ein Stück weit, ich nenne es mal Meta. Und ich möchte euch heute mal die 7 über, meiner Meinung nach, überpowersten Waffen aktuell in Warzone vorstellen und zeigen. Und damit gehen wir auch gleich rein. Auf Platz 1 ist eine Waffe, die ich aktuell auch selbst sehr viel spiele. Und zwar ist es die AUG. Die AUG hat nämlich mit dem letzten Update einen Buff bekommen, dass sie jetzt auch so weit schießen kann, beziehungsweise so eine die gleiche Kugelgeschwindigkeit hat wie die M16 auch, und dadurch ist das Ding einfach ein unfassbares Biest. Also du kannst die Gegner damit wirklich two-bursten. Nämlich so, das Ding hat eine Geschwindigkeit von ungefähr 464 Kugeln pro Minute. Dazu kommt, dass die Waffe 72 Schaden für Headshot macht und 40 damit auf Buddy, und damit kann man den Gegner, wenn man gut ist, two-bursten. Ich zeige euch jetzt mal die perfekten Aufsätze für diese Waffe. Als erstes natürlich, das ist eigentlich bei jeder Warzone-Waffe ist es der Monolith-Supply-Dämpfer. Könnt ihr euch im Hinterkopf behalten. Und bei den Cold War-Waffen ist es immer der Agency-Schalldämpfer. Also wir nehmen auf jeden Fall den Agency. Dann nehmen wir hier den 16,2-Zoll-Lauf, einfach um die höhere Feuerrate zu haben. Ja, der Aufsatz verbessert wohl auch die Bullet-Velocity, also die Geschwindigkeit der Kugeln. Ist jetzt hier nicht aufgeführt. Ich vertraue jetzt aber einfach mal auf meine Quellen hier. Als Optik nehmen wir das Axial Arms dreifache Visier. Also es ist leicht zu setzen mit dem VLK-Visier. Mit dem AUG-Visier wollt ihr definitiv nicht spielen. Als Underbarrel nehmen wir den Field Agent Foregrip und als Munition nehmen wir das 45er Magazin. Wir nehmen nicht das 54er Magazin, weil uns ja das wieder einen Ticken langsamer macht, und diese Anvisierzeit, die verlieren wir eben, oder das wird sowieso schon langsamer durch den Schalldämpfer. Deswegen nehmen wir das 45er Magazin und damit haben wir die AUG, so wie ich sie aktuell spiele, und das Ding ist wirklich, wirklich stark. Ich finde, die Meta ist aktuell generell sehr offen. Also man kann wirklich spielen, worauf man Bock hat. Das finde ich auch eine coole Sache. Aber ich finde es trotzdem wichtig, dass man hier mal verschiedene Waffen und auch gute Waffen vorstellt. Jeder soll am Ende des Tages das spielen, worauf er Bock hat. Natürlich, die eine Waffe funktioniert für den einen mit den Aufsätzen besser, für den anderen mit den Aufsätzen besser. Aber das sind aktuell wirklich welche der stärksten und auch am meisten gespielten Waffen. Und das noch nicht ohne Grund. Auf Platz 2 haben wir nochmal eine Modern Warfare Waffe, und zwar die Amex. Die Amex ist auch eine super starke Waffe, die auch in vielen, vielen Turnieren von Pros benutzt wird. Einfach weil das Ding unfassbar stark ist. Also die Amex ist auch sehr, sehr, sehr variabel. Ich habe die zum Beispiel sowohl als Distanzwaffe als auch als Nahkampfvariante mal gespielt. Aber wenn man damit umgehen kann und damit zielen kann, dann ist das Ding wirklich, wirklich stark. Problem bei der Amex ist nur, wenn man kein Modern Warfare hat, dann könnte es schwierig sein, sich diese freizuschalten, weil man muss 3 Kills in 5 verschiedenen Matches mit einem Sturmgewehr schafft machen, also mit dem Nahkampf. Wenn ihr das Sturmgewehr ausgerüstet habt und dann eben den Gegner wegboxt sozusagen, dann zählt das eben als Kill. Davon müsst ihr 3 Stück in 5 Matches machen, und wenn man nicht Multiplayer hat, dann könnte das tatsächlich etwas schwierig sein. Aber trotz alledem, das Ding hat 630 Kugeln pro Minute, macht 56 Damage auf den Kopf, macht 42 Schaden auf die Brust und 35 Schaden auf alles andere. Ich spiele die Amex wie folgt. Wie ich eben schon gesagt habe, immer den Monolith-Schalldämpfer. Dann wollen wir natürlich Warzone spielen. Wir brauchen also eine Waffe mit viel Reichweite. Nehmen also den Zodiac-Lauf. Dazu nehmen wir das dreifach VLK-Visier, das 45er Magazin. Und jetzt kommt etwas, wo ihr tatsächlich ein Stück weit entscheiden müsst, wie ihr das machen wollt. Es ist nämlich so, wenn man etwas mehr Geschwindigkeit haben will und schnell auf den Gegnern drauf sein möchte, dann nimmt man den Kommando-Vordergriff, weil ihr könnt es hier sehen, der nicht das ADS-Speed, also den Anvisier-Zoom-Speed, Zielvorrichtungs-Speed verringert. Wenn ihr aber sagt, ihr kommt mit dem Rückstoß nicht zurecht, ihr spielt vielleicht auch noch einen Controller oder ähnliches, dann kann ich euch empfehlen, den Ranger-Vordergriff. Damit habt ihr auf jeden Fall ein viel bessere Recoil-Control. Im Gegenzug müsst ihr aber ein bisschen Tempo eben in Kauf nehmen oder verlieren. Also ich persönlich gehe für den Kommando-Vordergriff, es muss aber ein Stück weit jeder für sich selbst wissen. Soweit zur Armax und meinen Empfehlungen. Als nächstes möchte ich über eine Waffe reden, die jeder von euch kennt, die jeder auch vor dem Loadout hat und die absolut krank. Da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Und das ist nämlich die FFR. Die FFR hat eine schnellere Time to Kill als jede MP, dann noch eine unfassbar hohe Feuerrate und dann noch den Sturmgewehr-Damage dazu. Das Ding ist absolut krass und ich muss ehrlich zugeben, das Ding braucht unbedingt einen Nerf. Es ist einfach so. Es ist meine Meinung. Das Ding ist im Nahkampf viel zu stark und outgunnt jede MP, und das dürfte eigentlich mit einem Sturmgewehr nicht sein. Trotz alledem ist sie im Spiel. Das Ding ist aktuell sehr stark und einfach, ja, kannst du nicht outplayen, und ich möchte euch damit jetzt einfach mal meine Aufsätze zeigen. Ich gehe bei der FFR wie immer auf den Agency Suppressor. Bei den Läufen gibt es tatsächlich viele verschiedene Optionen. Viele nehmen den 19,5 Reinforced Heavy oder den Ranger Lauf. Ich muss sagen, ich finde keinen von beiden gut. Ich würde tatsächlich auf den 19,5 Zoll Taskforce gehen. Einfach weil du wirklich eine erhöhte Reichweite hast und eine erhöhte Strafe Speed. Das heißt, ihr könnt euch schneller von links nach rechts bewegen. Im Nahkampf ist sowas super wichtig, um den Gegner eben zu outmoven, damit er mehr Kugeln verschießt. Kennt ihr ja
sicherlich, ihr spielt gegen einen und er läuft von links nach rechts oder springt. Und genau das könnt ihr damit schneller machen. Dazu kommt, dass ihr eventuell ja, den Recoil schlechter kontrollieren könnt, aber ganz ehrlich, dadurch, dass ihr die Waffe sowieso nur als Nahkampfwaffe nutzt oder auch nutzen solltet, brauchen wir hier, glaube ich, gar nicht großartig diskutieren. Dazu kommt der Unterlauf. Hier würde ich nicht den Field Agent Grip nehmen, wie bei der AUG, sondern ich würde hier den SFOD Grip nehmen, einfach damit ihr wieder mehr Speed habt. Dazu das 45er Salvo-Mag, da brauche ich, glaube ich, nicht drüber reden. Und als letztes haben wir den Stock und da scheinen sich auch die Geister. Einige nehmen den Zest, andere nehmen den Raider. Ich nehme den Raider-Stock, weil ich wirklich die Waffe voll auf Tempo spiele und damit habt ihr wirklich die absolute Beast-Waffe für den Nahkampf aktuell, die wirklich so gut wie jede MP outgunnt, bin ich ganz ehrlich. Und was ihr auch noch berücksichtigen müsst, die FFR schießt mit 900 Kugeln pro Minute. Ihr habt 45 Schaden auf dem Headshot, ihr habt 33 Schaden auf die Brust und 30 Schaden auf den Damage, auf den Body. Und damit ist das Ding einfach ein absolutes Biest im Nahkampf. Als nächstes möchte ich mit euch über die MAC-10 sprechen. Die MAC-10 ist und bleibt die aktuell stärkste MP für den wirklich, wirklich Nahkampf. Zwar klar, sie wird von der FFR aktuell wirklich geoutgunnt. Ich hoffe, das ändert sich bald noch. Aber alles in allem ist die MAC-10 eine super starke Waffe und eine super starke Kombination, wenn man beispielsweise die AMX oder eine Sniper als Primäre spielt und MAC-10 für den Nahkampf nutzt. Einfach durch die unfassbar hohe Feuerrate von 1118 Kugeln pro Minute ist das Ding, also ihr könnt damit verschießen und trotzdem, ja, dadurch, dass das Ding so eine hohe Feuerrate hat, verzeiht euch diese Waffe so viele Fehler im Aimen. Nicht so wie zum Beispiel bei einer Odin, wo ihr wirklich jeden Kugel treffen solltet, weil ihr sonst den Close-Range-Waffen-Gunfight eben verliert. Und deswegen bin ich ganz ehrlich, wenn ihr Bock habt, eine MP mit rein zu haben, klar, die MP7, MP5 von Cold War und Warzone sind Modern Warfare sind auch stark, aber die MAC-10 ist aktuell der super Vorreiter und wenn ihr richtig rein sweaten wollt, dann spielt ihr das Ding auch. Das Ding macht 30 Schaden auf den Kopf und 25 Schaden auf die Brust und ich spiele sie eben wie folgt. Ich habe den Agency Suppressor, ich habe den 5,9 Taskforce Lauf für mehr Reichweite und ebenfalls wieder Strafe Speed, also nach links und rechts laufen, wie bei der FFIR auch. Dann haben wir das 53er Trommelmagazin. Dazu kommt, dass wir das Ding hier haben wir zwei Optionen. Entweder wir gehen noch mehr auf Tempo oder wir gehen auf Recoil Control. Dadurch, dass das Ding schon ein bisschen nach hin und her zappelt und generell sehr relativ schnell ist, nehme ich den Field Agent Grip. Und als letztes haben wir den Raider Stock. Auch hier eben ähnlich wie bei der FFAR. Entweder man nimmt den SAS oder den Raider. Dadurch, dass wir aber auf Tempo gehen und im Nahkampf sind, nehme ich den Raider Stock. So spiele ich aktuell die MAC-10. Kommen wir nun zur nächsten Waffe. Und hier, ja, wir hatten eine ähnliche Waffe eben auch schon. Und zwar geht es um die M16, das Pendant zur AUG. Die Waffen nehmen sich aktuell nicht viel. Seitdem die AUG den Buff bekommen hat, ist sie ein Ticken besser, meiner Meinung nach. Aber ändert nichts an der Tatsache, dass die M16 Warzone in den letzten Wochen auch extrem dominiert hat. Und das Ding hat ebenfalls 464 Kugeln pro Minute, hat ebenfalls 72 Schaden auf dem Kopf und 40 Schaden auf den Body. Nur in den Aufsätzen unterscheiden sich die Waffen hier so ein bisschen. Ihr habt ebenfalls, ich habe sie tatsächlich noch nicht gespielt. Ich bin erst mit der AUG auf die Burstwaffen gekommen, aber man nimmt den Agency Suppressor, das ist der letzte. Als Lauf nimmt man den Strike Team, wie bei der AUG auch. Also ich glaube, das ist der hier für eine höhere Feuerrate und mehr Bullet Velocity. Dann nehmen wir auch ebenfalls das Dreifach Axial Arms. Als Untergriff nehmen wir hier den Field Agent Grip, um den Rückschuss ein bisschen besser kontrollieren zu können. Es geht hier uns nicht ganz um das Tempo. Und bei der Munition nehmen wir hier das letzte, das 60 Schuss Salvo Magazin. Ihr müsst euch mal vorstellen, ihr könnt damit 20 Mal bursten, bevor ihr nachladen könnt. Und wenn ihr einen Gegner 2 bursten könnt, und das sind ein paar Kills, die ihr damit machen könnt, ohne nachzuladen. Also das Ding ist wirklich super stark auf Midrange, auch mit der hohen Magazinkapazität. Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Als sechstes habe ich für euch meine absolute Lieblingswaffe im Game, die seit Tag 1 von jedem geliebt wird. Und es ist, wie ihr schon gesehen habt, die K98. Das Ding ist die beste Sniper für aggressive Spieler. Das Ding ist präzise, tödlich und ihr habt ein extrem hohes Tempo damit. Klar, die HDR ist auch eine starke Sniper und besser als die AX50, aber für aggressive Spieler zu langsam. Deswegen diese K98 oder generell die K98 zielt nur auf aggressive Spielerart. Leute, die ruhiger sind und also Snipen wirklich nur auf Distanz machen, die können weiter bei der HDR bleiben. Aber der K macht keiner was vor, wenn es um Tempo geht. Die SPR ist tatsächlich ein Ticken langsamer, aber hat, soweit ich weiß, auch einen etwas höheren Damage durch die verbesserte Munition. Aber ich spiele die K wie folgt. Ich spiele den Monolith Suppressor, also Schalldämpfer, dann den langen Lauf, weil wir natürlich mehr Reichweite haben wollen, den Tag Laser
Einfach aus dem Grund, ja, man sieht ihn, wenn man reinscopt, aber ihr habt eine deutlich stabileres Crosshair, also rein, wenn ihr reingezoomt seid, habt ihr eine deutlich stabilere Vision. Und beim Laufen ist das Ding noch stabiler und wenn ihr beim Reinscopen seid ihr auch schneller damit. Dann nehmen wir logischerweise den Sniper Scope, da brauchen wir glaube ich gar nicht drüber reden, und den Präzisionsschaft, einfach für mehr Zielstabilität. Und damit ist das Ding ein unfassbarer Kombo aus Tempo, Stabilität und Zielgenauigkeit. Und als letzte Waffe wollte ich eigentlich euch etwas zeigen, aber die Waffe wurde leider wieder aus dem Spiel genommen. Und zwar ist es so, dass die CX-9 eine Zeit lang auf dem Boden als goldene Waffe gefunden werden konnte. Und das Ding war ein absolutes Biest. Also das Ding war wirklich krank. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich glaube, das Ding hatte eine 60-Schuss-Magazin. Das war innerhalb von Sekunden leer. Aber die Gegner sind umgefallen wie Dominosteine. Ich schwör's euch. Das Ding haben sie jetzt wieder rausgenommen. Sie wollten es anscheinend erst später patchen. Ja, ich habe schon ein paar Mal damit gespielt. Das Ding war echt böse. Aber ganz ehrlich, 60-Schuss-Magazin, 150 in Reserve. Die drei Magazine sind unfassbar schnell leer, weil das Ding so eine so hohe Feuerrate hat. Da ist die MAC-10 Witz gegen. Das waren aber meine 7 overpowerten oder besten Waffen aktuell in Warzone nach den Änderungen von Season 2 und den Afterpatches. Schreibt mir gerne mal eure To-Go-Waffen in die Kommentare. Würde mich freuen. Und wenn ihr Bock habt auf mehr, Däumchen nach oben nicht vergessen, abonnieren nicht vergessen. Und wir streamen regelmäßig auf Twitch. Wer Bock hat, vorbeizukommen, ihr seid alle herzlich eingeladen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Tschüss.